Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum zu einem besonderen Let's Play. Ja, dem 50. Let's Play Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Juhu, es sind 50 Parts Pokémon Y gedreht worden. Ja. 50 offizielle Parts Pokémon Y. Ja, dazu habe ich mir mal gedacht, gehe ich gleich mal wieder zurück in den Zentralplaza. Dazu habe ich mir mal gedacht, besuche ich mal wieder die Hauptstadt, die da heißt. Moment. Die da heißt Illumina City. Ja, wir sind ja auch gleich auf einer Hauptallee, die wir schon aus Part 5 oder 6, also einem Part ziemlich am Anfang, kennen. Dort konnten wir hier an dieser Stelle nicht in den Laden rein, da man uns sagte, wir sind noch zu unerfahren. Vielleicht können wir jetzt rein. Herzlich willkommen. Du bist aber nicht sehr stylisch. Verzeihung, aber ich kann dir leider keinen Zutritt gewähren. Komm doch bitte mal wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung in Luna City gesammelt hast. Ja, die Erfahrung werden wir heute in diesem Part sammeln. Ja. Vielleicht auch ein bisschen auf der Frühlingsallee. Naja, die Frühlingsallee, die kennen wir ja. Wenn nicht, guckt euch die Parts an. Der Part ist unten in der Beschreibung natürlich auch mit der Playlist verlinkt. Ja. Insgesamt waren das, glaube ich, 2 oder 3 Parts. Da waren wir dann hier in der City, da das Abenteuer begonnen. Bei Professor Eich, der übrigens hier ist. Hier hat er seine Residenz. Platans Pokémon-Labor. Entschuldigung, Professor Platan. Natürlich. Und hier kann man mal schnell mal ein Filmchen drehen, was da heißt. Trainer-Promo. Würdest du dir gerne einen Trainer-Promo zusammenstellen? Ja, gerne. Ich glaube nämlich, das haben wir ihm in dem Part, wo wir das erste Mal hier in Illumina City waren, verpatzt. Also das haben wir nicht gemacht, das haben wir mal beiseite liegen lassen. Deshalb würde ich mal sagen, holen wir das jetzt nach. Gut, hier haben wir in meiner Winterkleidung natürlich hier den Screen, wie das dann am Ende aussehen soll. Ja. Und hier unten. Hier. Welche Aktion soll in der 0. Sekunde ausgeführt werden? Ein Hintergrundmotiv. Helligkeit ändern. Etwas heller? Nee, dunkel. Etwas dunkler? Ja, hier etwas gedimmtes Licht. Prima. So. Ausrichtung der Figur. Ja, so hier. Oder Silhouette? So hier. Okay, so hier, genau, so sieht die erste Sekunde aus. Dann würde ich mal sagen, bei Nummer 3, packen wir hier mal
eine Aufhellung hin, also. Dumm. So. Dann kann der sich mal bei Nummer 4. Quatsch. Dazu eine coole Pose. Ja. Und dann bei Nummer 9 dann das Pokémon hin. So, dazu noch coolen Sound und ein paar Special Effects und ein paar Kommentare und dann kann das Ganze so aussehen. Eine neue Hoffnung am Trainerhimmel. Let's bring you Bären, aka Zwergfürst LP. Gut, das soll es auch nicht gewesen sein. Nein, hier wird es noch weitergehen. Das ist es noch lange nicht gewesen in diesem Part. Ich werde noch einiges hier in Lunar City erleben und machen. Ja. Erstmal werde ich ein bisschen durch die Stadt laufen, vielleicht ein bisschen schneller. Oh, hier gibt es ein Friseurpflicht. Könnte ich mir dort ein bisschen frisieren lassen. Haare schneiden und färben. Ich hab's mir anders überlegt. Boah, eigentlich geht die doch so. Passt doch eigentlich ganz gut. In manchen Parts eine andere Frisur hätte, das ist. Für den, der dann eine Folge überspringt. Oha. Naja, lass mal lieber so sein. Gut. Gibt es natürlich noch viele Einkaufsalleen, die ich noch besichtigen werde. So. So, Place de Rose. Und hier ist das rote Café, in dem Flodilis Labor ist. Alles leergeräumt hier. Wer kann sich noch an die Parts erinnern? Die Pokémon-Woche. Der ich hier durchgelatscht bin. Durchs Labor von Flodilis. Ja. Herbstallee. Da hat irgendjemand was über Flordelis gesagt. Ein 2-Sterne-Restaurant. Restaurant Chess Norm. Okay. Gleich daneben eine Milchshake-Bar oder was? Das ist der Tresen für auserlesene Bärensäfte. Sag ich doch, Milchshake-Bar. So was ähnliches zumindest. Bärensaft ist gut für deine Pokémon, deswegen sollst du welche bestellen. Heute haben wir folgendes im Angebot. Bunter Shake für 1600 Poké-Dollar. Okay. Lass ich mir doch nicht zweimal sagen und nehme mir gleich mal einen mit. Der bunte Shake soll es also sein. Naja, eine große Auswahl gibt es also ja auch nicht. Trotz seiner strahlenden Farbe ist er überraschend mild im Geschmack. Trinkt ihn einen Pokémon, wird er zutraulicher. Oha! Ja, da kann ich den noch gebrauchen. Einmal bunter Shake macht 1600 Poké-Dollar. Möchtest du den Saft kaufen? Ja, klar. Ach so! Gleich mal einen Pokémon geben oder was? Ja. Gut, ach, ich habe meinen Ditto gar nicht mit. Das könnte ich dem gleich geben. Gut, wen haben wir am... Hier, ich wählte, braucht den Trank.
Welte nimmt das Getränk bunter Shake zu sich. Na denne. Welte freut sich sehr. Das macht dann 1600 Pokédollar. Hat dein Pokémon unser heutiges Angebot zugesagt? Morgen bereiten wir wieder einen neuen Saft zu. Ja, morgen werde ich aber nicht hier sein. Ja, gut. Da ist wieder der Plastic Rose. Da geht's zum Türmchen. Gut, gucken wir uns noch ein bisschen mehr um. Nicht wieder zurück in die Herbstallee. Ne, das wollen wir nicht. Hier ist der Nordring. Hier gibt es eine kleine Seitenstraße. Das ist doch gut. Was ist hier? Was ist mit dir? Bis vor kurzem gab es hier keinen Mieter. Doch das hat sich jetzt zum Glück geändert. Ich denke, der neue Mitarbeiter wird bald einziehen. Okay. Das freut mich doch sehr. Wenn die Bude hier einen neuen Mieter kriegt. Hier ist nichts los. Kann ich hier mal durchgehen. Ein paar Seitengassen hier. Wenn da mal kein Trainer auf uns wartet. Ja, klar. Ist da ein Trainer. Na klar. Herbstallee. Da wären wir wieder auf sprechen kann ich auch nicht mehr, das ist. Ach, Tachchen. Was läufst denn hier so rum? Tachchen. Was ist mit dir? Wo ist denn der Trainer? Hat der dich verloren? Grand Hotel Peak Fein. Na dann. Ein Peak Feines Hotel. Gehen wir auch mal gleich rein. Oh. Herzlich willkommen im Grand Hotel Peak Fein. Du machst mir einen fähigen Eindruck. Verzeih mir, wenn ich dich damit überfalle, aber möchtest du vielleicht hier arbeiten? Oha, krieg ich gleich ein Jobangebot? Na dann, nehme ich doch gleich mal an. Welche Arbeit würdest du gerne übernehmen? Zimmerservice, Betten machen, verlorene Objekte suchen. Ich nehme dann erstmal den Zimmerservice, also als Anfang. Zimmerservice, also dann begib dich bitte mal zur Rezeption. Werde ich hier gleich angestellt. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Claude. Ne, Claude wird da, glaube ich, gesprochen. Ich bin hier für den Zimmerservice zuständig. Ich möchte dich darum bitten, dir die Bestellungen unserer Gäste richtig zu merken. Sei doch bitte so nett. Los geht es. Es gibt eine Bestellung, also dann, ich verlasse mich auf dich. Hey, hey, hallo. Ich möchte Aigo Bolido hergestellt aus Gifärbeeren essen. Bitte so würzig wie die Attacke Telekinese. Das ist genau das, was ich will. Denn ich bin hitzig. Okay, was zum Geier war das für eine Bestellung gerade? Also, dann ich verlasse mich bei den Bestellungen auf dich. Wie lautet die Bestellung von Gast 1? Kacke, was hat der nochmal gesagt? Ich glaube, das hier, Aigobuludi, irgendwas, was ich nicht aussprechen konnte. Mit, oh kacke, es war irgendwas mit G. Ich glaube, Gifebeeren. A la Telekinese und weil er hitzig ist. Warum sagt er mir, dass der hitzig ist? Alter. Aigobolido aus Gifbeeren nach Ort der Attacke Telekinese, weil der Gast hitzig ist. Na dann, ist doch eine geile Bestellung.
Okay, dann gebe ich die Bestellung auf. Okay, was war das? Hier ist der Zimmerservice. Ich bringe Ihnen Ihre Bestellung. Ego Burrito aus Gieferbeeren à la Telekinese, weil Sie heute so hitzig fühlen. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet. Niemand mag mich im Moment. Niemand mag ich im Moment lieber als dich. Den Zimmerservice-Typen? Ach du Kacke. Ha! Gay! Ich werde es sofort verputzen. Okay, machen wir fürs erste Schluss. Danke, dass du dich so angestrengt hast. Ausgezeichnet. Fantastisch. Alles klar. Es ist beschlossene Sache. Du musst auf jeden Fall mal wieder herkommen und mit mir zusammenarbeiten. Naja, von mir aus. Danke für deine Hilfe. Was deine Leistung heute betrifft, die war wirklich ausgezeichnet. Die Managerin hat dich in höchsten Tönen gelobt. Das ist deine Not für die heutige Arbeit. Netzwerk hat 2000 Poké-Dollar erhalten. Naja, geht doch. Hab mir mal ein bisschen Geld verdient. Gut, dann geht's gleich weiter. Ein bisschen shoppen mit dem neu verdienten Geld. Gleich mal wieder verprassen. In einem Café hier. Ah, nicht in so einem Café. Vielleicht finde ich irgendwo ein 5-Sterne-Hotel. In einem 5-Sterne-Hotel war ich ja gerade. Finde ich ja irgendwo ein 5-Sterne-Luxus-Restaurant in so einer Seitengasse. Finde ich doch irgendwo hier. Klar, es werde. Ich suche mal nach einem 5-Sterne-Restaurant. Frühlingsallee. Place Zion. Okay. Wie viele Places gibt es hier in Paris? Ach nee, sorry. Nicht Paris, sondern Luna City. Südring. Da ist der Haus. Herbstallee. Winterallee. Na, hier ist doch eine Seitengasse. Oha. Ich hab Angst. Ja. Der Prismaturm ist groß, aber wenn ich erwachsen bin, werde ich noch viel größer. Dann musst du aber auch immer tüchtig essen und früh ins Bettchen gehen, mein Kleiner. Okay, ja. Ich würde mal sagen, haben wir hier genug rumgeirrt? Ja. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch hier wieder vom Zentralplatz und sage, ich hoffe, euch hat dieser Special Part Pokémon Y gefallen. Ein kleiner Ausschnitt aus, also ein kleiner Aushieb aus dem aktuellen. Gönnen wir mal ein bisschen Apfelschorle. Aus dem aktuellen Geschehen in der Geschichte von Pokémon Y. Ja. Mit dem gewohnten Geschichtendrang dann dort von der Brücke aus. Ja. Wo wir am Sonntag aufgehört haben in Brücken Stories. Ja, gebt diesem Video vielleicht einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben. Ja, abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und gar kein weiteres Video mehr von mir verpassen wollt. Ja, und schaut mal in die Playlist, die letzten 50 Videos von Pokémon Y sind bestimmt ganz spannend und sehenswert. Ja. Bis dann, bis zum nächsten Part, bis Samstag, bis Sonntag. Entschuldigung, hab mich verquatscht, bis Sonntag. Haut rinne. Gut,
Ich bin hier mal währenddessen zurück nach Franktalia City geflogen. Ja, wie ihr seht, das ist schon ein kleiner Spoiler auf die nächste, auf den nächsten Part. Wer bis hierhin dran geblieben ist, schreibt mal Valley Largeweg. Nee, das ist zu schwer. Ich positioniere mich hier mal wieder für den nächsten, für den Beginn des nächsten Parts. Ja, dann würde ich mal sagen, schreibt Route 19 in die Kommentare, wenn ihr bis zu diesem Punkt dran geblieben seid. Ja, dann ciao, ciao, adios. Nochmal von mir. Ja. Bis Sonntag.